IOTA, eine revolutionäre Technik oder doch nur heiße Luft? Das ist die Frage, in der wir heute in diesem Video nachgehen. Und ja, und damit herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Kanal Crypto Report. Und bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Und ja, IOTA ist ein sehr kontrovers diskutierter Coin, in Deutschland relativ beliebt. Hier ist die Fangemeinde relativ groß. Die IOTA Foundation sitzt ja in Berlin. Und dementsprechend groß ist hier die Unterstützung von den deutschen Kryptoanlegern. Und ja, IOTA will hier diese Probleme der klassischen Blockchains wie Bitcoin und Ethereum lösen. Und zwar indem IOTA hier verspricht praktisch kostenlose Transaktionen und bei unendlicher Skalierbarkeit. Und das ist natürlich schon eine Aussage, die sich gewaschen hat. Und man muss hier natürlich genauer jetzt hinschauen, was sind genau diese Chancen von IOTA und was sind die Nachteile, die Risiken, die sich der IOTA gegenüber sehen. Und da muss man zuerst einmal schauen, wie funktioniert das Ganze IOTA, was ist das Ganze überhaupt? Und klar, IOTA ist jetzt nicht diese klassische Blockchain, wie jetzt bei Bitcoin, wo hier praktisch Miner hier Blöcke aneinanderreihen in der Blockchain, sondern IOTA besteht mehr oder weniger nur aus einem Netz, ist ein Netz aus Transaktionen. IOTA ist praktisch eine dezentrale Infrastruktur für das Internet der Dinge. Und das ist eigentlich so der große Unterschied zwischen IOTA und Bitcoin. Also IOTA auf der einen Seite den Tangle und Bitcoin auf der anderen Seite mit Blockchain. Und ja, wie funktioniert jetzt das Ganze? Bei IOTA sagt man ja, es ist so, wenn jeder Teilnehmer, jeder Netzwerkteilnehmer zwei Transaktionen selber bestätigt, dann kann das Ganze kostenlos laufen. Und so ist es, dass praktisch je mehr Teilnehmer hier reinkommen und Transaktionen bestätigen, desto mehr wächst das Ganze und desto skalierbarer wird das Ganze. Das heißt, IOTA wird schneller und sicherer, je mehr Netzwerkteilnehmer hier reinkommen. Und das ist genau konträr zu dem, was bei Bitcoin und Ethereum der Fall ist, weil die klassische Blockchain hat hier die Probleme praktisch mit dem hohen Nutzeraufkommen. Das hat man hier gesehen Ende 2017, sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum, wo eine große Netzwerklast dazu geführt hat, dass die Blockchain eher langsamer wurde, die Transaktionskosten sind in die Höhe geschossen und so weiter. Und das möchte eigentlich IOTA durch seinen Ansatz, durch seinen Tangle hier lösen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile dieses ganzen Konzepts, weil der Tangle ist also noch nicht, IOTA, das Netzwerk ist also noch nicht so groß und man braucht diesen eher zentralen Koordinator. Und was ist das Ganze? Ja, es ist eigentlich mehr oder weniger eine Aufsichtsstelle sozusagen. Man kann sich das vorstellen wie einen Fluss, den Tangle aus einem Fluss und da schwimmen Fische drin, damit die Fische in alle Richtungen schwimmen. Dafür sorgt der Koordinator. Und das soll heißen, dass hier, man will hier verhindern, dass es zu einer Aufspaltung dieses Tangles kommt, also dass es hier Nebenarme gibt und dass alles durcheinander gerät. Jetzt sorgt erst einmal der Tangle dafür, dass alles praktisch alle Fische in die gleiche Richtung schwimmen sozusagen. Und man kann sich das vorstellen, eigentlich wie ein Stützrad, wie ein Kleinkind, das gerade Fahrrad fahren lernt. IOTA hat hier diesen zentralen praktisch Koordinator aufgesetzt, der hier zumindest dafür sorgt, dass das Ganze sicherer ist und sich in eine Richtung entwickelt. Und ja, hier stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn man diesen Tangle abschaltet, funktioniert das dann immer noch? Es ist so, dass IOTA das simuliert hat mit größeren Transaktionen und es, in der Simulation hat es funktioniert, dass der Tangle und so weiter hier mit größeren Netzwerkteilnehmern hier funktioniert hat und theoretisch dieser Koordinator irgendwann einmal abgeschaltet werden soll, wenn dieses Netzwerk eine bestimmte Größe erreicht. Wann es genau der Fall ist, steht aber noch nicht fest. Und David Sonseo, also der Mitgründer von IOTA, hat gemeint, ja, vielleicht Anfang 2019, aber das ist auch ein Datum, das noch nicht so hundertprozentig sicher ist, dass dann dieser Koordinator abgeschaltet werden kann. Und neben dem Koordinator gibt es noch ein weiteres Problem oder Herausforderung, und zwar die Transaktionsgröße. Dies ist bei IOTA und im Tangle größer, während in Bitcoin zum Beispiel eine Transaktion zwischen 160 und 220 Byte groß ist, ist diese bei IOTA 1650 Byte groß, also fast um das Zehnfache. Und das bedeutet nichts anderes, als dass diese Netzwerkteilnehmer, also diese Node-Betreiber, die hier praktisch hier Transaktionen bestätigen, eine relativ
ja, bessere Hardware brauchen, mehr Speicher brauchen, mehr Bandbreite natürlich im Internet zur Übertragung dieser größere Datenvolumen. Und das bedeutet natürlich, wenn jetzt der Tunnel größer wird und so weiter, dann steigt natürlich auch das Datenvolumen exorbitant an. Und das ist eigentlich das, wo viele Kritiker sagen, ein großes Problem, dann könnte ein großes Problem für IOTA werden. Aber man muss hier erst einmal abwarten, dann in der Praxis, wie es dann tatsächlich aussieht. Und diese hohe Datengröße oder Dateigröße ist natürlich dann auch für die Node zum Verarbeiten nicht so vom Vorteil, vor allem deswegen nicht, weil es gibt eigentlich keinen ökonomischen oder wirtschaftlichen Vorteil, Anreiz sozusagen, damit ich mich jetzt hinstelle und sage, ich fungiere ja als Node-Betreiber und bestätige hier Transaktionen, weil die Transaktionen sind ja kostenlos bei IOTA. Ich habe hier keine Transaktionsgebühren, keine Minergebühren sozusagen, die mich belohnen, damit ich hier Transaktionen hier bestätige. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum soll ich überhaupt hier an diesem Netzwerk teilnehmen als Node? Und die Antwort ist eigentlich nur, dass ich als Industriekunde macht es eigentlich nur Sinn ökonomisch, dass ich hier mitmache, weil ich halt einfach dann die Möglichkeit habe, Transaktionen kostenlos abzusetzen. Das heißt, wenn ich hier ja viele Internet der Dinge Geräte habe, viele Geräte, Sensoren am Netz habe, die hier Transaktionen praktisch bestätigen und ausführen oder verschicken müssen, dann macht es mir für mich als Industriekunde schon natürlich Sinn wirtschaftlich, damit, dass ich eine Node betreibe. Und IOTA ist ja zwingend darauf angewiesen, dass hier relativ viele Nodes reinkommen, denn je mehr Nodes hier drinnen sind, desto schneller wird der Tangle oder dieses gesamte Netzwerk dann. Und das ist natürlich schon ein Problem. Also IOTA muss hier noch Überzeugungsarbeit leisten, dass hier die Industriekunden hereinkommen und auf diesen Tangle setzen und diesen dann tatsächlich in der Praxis auch einsetzen und verwenden. Und ja, dann sind wir gleich beim nächsten Thema. Wie kann ich das irgendwie in der Praxis dann verwenden? Da gibt es viele, viele Beispiele. Zum Beispiel, wenn ein autonomes Auto an der Ampel hält und hier Strom tankt in integrierte Ladeflächen sozusagen, praktisch Induktionsladung, dann kann ich das praktisch automatisch abrechnen lassen über IOTA, über die Kryptowährung. Und das heißt, das bedeutet, hier muss ich nicht mehr irgendwie Kreditkarte oder so, dass hier irgendwelche Gebühren abgezogen werden, sondern es funktioniert automatisch über diesen Tangle, über IOTA, über die Kryptowährung, und hier fahren keine praktisch Gebühren los, geht das Ganze dann. Und das wäre natürlich schon ein großer Vorteil, wenn das Ganze also funktionieren würde. Und da ist eigentlich das große Problem, das sich IOTA gegenüber sieht, weil es ist in der Praxis noch nicht so bewährt. Also es gibt zwar erst Unternehmen wie Volkswagen, Fuji und so weiter, die testen IOTA oder versuchen hier Anwendungsbeispiele, Anwendungsfälle zu entwickeln, aber im großen Stil ist IOTA jetzt noch nicht im Einsatz. Und das ist eigentlich hier erst einmal, was hier noch abzuwarten ist, meiner Meinung nach. Und dann sind wir schon beim abschließenden Thema, was halte ich von dem Ganzen, wie sehe ich das Ganze, meine Einschätzung zu dem Thema. Ich denke, man muss hier optimistisch sein, also das Glas, ich sehe das Glas eher halb voll als halb leer. Was bedeutet also, man muss meiner Meinung nach IOTA eine Chance geben, die Entwickler einfach, dass die Entwickler zeigen können, dass es auch funktioniert ohne den zentralen Koordinator, dass der IOTA, der Tangle auch ohne Koordinator funktionieren kann. Und da muss man halt erst einmal abwarten. Und ich habe eine kleine Menge IOTA und ich werde halt hier auch erst einmal abwarten und nicht weiter meine Anteile aufstocken, sondern ich schaue mir das Ganze erst einmal weiter an, ob IOTA sich in der Praxis hier bewähren kann, und dann entscheide ich eigentlich, ob ich dann meine Anteile weiter aufstocke. Das war es eigentlich so in aller Kürze über IOTA. Und noch einen kurzen Ausblick zu IOTA. Also es gibt ja dieses QGIS-Protokoll, das, glaube ich, sehr wichtig ist für IOTA, denn hier halten praktisch diese Smart-Contract-Funktionen in IOTA Einzug. Das bedeutet, diese intelligenten Verträge, die hier praktisch so revolutionär sind wie bei Ethereum, wo ich halt diese Wenn-Dann-Funktion machen kann. Das heißt, ein Smart-Contract entscheidet ja, was mit einem Geld passiert, was dieser Code praktisch kann dann entscheiden, automatisch, wie mit diesem Geld verfahren wird. Und das ist also schon revolutionär. Und wenn es IOTA schafft, mit dem QGIS-Protokoll hier diese Smart-Contract-Funktionen hier in IOTA zu integrieren, dann wird es, glaube ich, richtig interessant für Firmen, hier mitzumachen. Und das QGIS-Protokoll bringt auch diese sozusagen Oracle-Machines hier rein. Das sind nichts anderes als Brücken, die eine Brücke zwischen der
Blockchain und der normalen Welt spannen. Und das bedeutet nichts anderes, als ich kann dann praktisch Daten oder Sensordaten von außen auslesen in die Blockchain rein und damit verarbeiten. Und Qubit erlaubt auch diese Auslagerung von Computing-Leistung, von Rechenleistung. Und das ist eigentlich sehr interessant auch. Aber es dauert natürlich, bis Qubit umgesetzt wird. Es ist bis jetzt, arbeitet IOTA daran. Es ist ein sehr, sehr interessantes Protokoll meiner Meinung nach. Und das kann IOTA richtig, richtig nach vorn bringen. Aber wie gesagt, es ist hier erst einmal abzuwarten, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende von diesem kurzen Überblick über die ganzen Vorteile und Nachteile, die IOTA hat. Und hätte mich natürlich auch eure Meinung natürlich interessiert, wie ihr das Ganze seht, das ganze Tangle, IOTA und so weiter, die Kryptowährung, ob IOTA wirklich die Blockchain ablösen kann. Seht ihr da eine Chance dazu oder sagt ihr eher nein, das wird sich eher nicht durchsetzen? Bitte unten in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sage ich schon nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch informiert werden wollt, wenn wieder ein Video von mir erscheint, einfach das Glöckchen drücken. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.